Endlich Brote wie vom Profibäcker mit unseren Brotbackmischungen von Mein Zaubertopf. Hi, ich grüße dich wieder zu einer neuen Folge aus der Mein Zaubertopf-Küche. Und heute möchte ich dir etwas Besonderes vorstellen, und zwar unsere sensationellen Brotbackmischungen. Mit denen kannst du wirklich köstliche Brote im Handumdrehen zaubern. Und zwar ohne lange Rezeptrecherche und ohne ellenlange Zutatenliste. Weil alles, was du brauchst, ist hier so eine Brotbackmischung und ein bisschen Wasser, für unser Joghurtbrot noch ein bisschen Joghurt und ein ofenfestes Gefäß mit Deckel. Und das ist auch schon alles. Und wir haben drei Sorten. Und zwar einmal unser Joghurtbrot. Das backe ich jetzt auch gleich einmal mit dir. Dann haben wir unser rustikales Bauernbrot, das wirklich mit so einem Natursauerteig gemacht ist und süß und herzhaft belegt. Richtig gut schmeckt. Und unsere Nährstoffbombe, und zwar unser Körnerbrot. Alle drei haben so eine richtig schöne Krume und eine knusprige Kruste. Genauso soll es beim guten Brot ja auch sein. Die fertigen Brote zeige ich dir nachher, aber damit du auch siehst, wie einfach das Ganze funktioniert, backe ich jetzt natürlich auch eine Sorte mit euch oder mit dir. Und zwar habe ich mich für das Joghurtbrot entschieden. Dafür gebe ich 500 Gramm von der 1-Kilo-Packung in den Mixtopf. Alles, was du wissen musst, steht im Grunde genommen hier hinten auf der Verpackung. In der Regel musst du nur Wasser zugeben, bei dem Joghurtbrot noch ein bisschen Joghurt. Und die ganzen Brote müssen einfach nur zwischen 1 und 5 Minuten geknetet werden. Ich brauche ja nur 500 Gramm von unserer Backmischung. Punktlandung, sehr gut. Dann gebe ich Wasser dazu und ein bisschen Joghurt. Und das Ganze wird dann für 3 Minuten auf der Knetstufe geknetet. Einmal die Teigstufe 3 Minuten einstellen. Und das ist eigentlich alles, was du für dein Brot tun musst. Nachher, nach dem Ruhen, wird das Ganze nochmal durchgeknetet, geht in unser Gefäß mit Deckel und das war's. Also wirklich super easy. Jetzt lassen wir den Thermomix erstmal schön kneten. Du weißt, der geht ja immer 5-mal rechts rum, einmal links rum. Dadurch holt er sich wieder den Teig runter und imitiert so ein bisschen dieses Walten vom Bäcker. Ist auf jeden Fall schon mal ein schwerer Teig. Der Thermomix hatte ordentlich was zu kneten. Schiebe ich mal hier so ein bisschen zur Seite. Übrigens finde ich unsere Tüten sehr hübsch, wenn ich das mal kurz sagen darf. Es riecht richtig schön frisch. Und ich nehme hier wieder den Teig-Twister, finde ich immer einfach ein bisschen einfacher. Und drehe hier so ein bisschen am Messer mit der Schraube. Wenn du jetzt noch so ein bisschen was drin hast wie ich und jetzt keine Lust hast, nochmal den Spatel zu nehmen, kannst du erstmal ein paar Sekunden nochmal auf Stufe 10 den Thermomix stellen. Dann schleudert er es nochmal alles schön an den Rand. Dann kriegst du das ganz gut raus da. Spatel brauche ich natürlich trotzdem. Super, so ist jetzt alles schön weg vom Messer. Gut. Und jetzt muss das Ganze abgedeckt für 1,5 Stunden gehen. Und in der Zeit heiz ich dann gleich auch schon mal den Ofen vor. Aber ein bisschen kann das natürlich noch warten. Ich habe unser Joghurtbrot jetzt 1,5 Stunden gehen lassen. Und jetzt sieht das Ganze so aus. Also es ist schon ordentlich aufgegangen. Stelle ich mal eben kurz zur Seite und bemehle ein bisschen meine Arbeitsfläche. Und bemehle dann auch schon gleich hier meine ofenfeste Form. Da kommt der Brotleib nämlich gleich rein. So, dann wird das Brot jetzt noch mal kurz hier geknetet. Form das Ganze zu so einer schönen Kugel. Und dann gebe ich das Ganze hier in meinen Topf. Ich schlitze das Ganze hier noch mal ein. Einfach so kreuzförmig. Sieht gut aus. Den Backofen habe ich vorgeheizt und zwar auf 240 Grad Ober- und Unterhitze. Und die ersten 50 Minuten wird das Brot gebacken und zwar mit Deckel drauf. Das ist wichtig für die Feuchtigkeit. Dadurch wird es nachher auch schön knusprig. Und die letzten 10 Minuten nehme ich dann den Deckel ab und backe das Ganze dann nochmal, wie gesagt, für 10 Minuten ohne Deckel weiter. Und ab in den Ofen mit dir.
Das Brot ist jetzt 50 Minuten im Ofen. Ich habe jetzt schon mal hier den Deckel abgenommen, denn das Brot muss ja noch 10 Minuten weiterbacken, damit es auch richtig schön knusprig oben wird und nochmal eine richtig tolle Farbe bekommt. Ich freue mich schon jetzt, weil du kannst es dir nicht vorstellen, aber das duftet hier gut. Ich finde, so frisch gebackenes Brot riecht einfach unglaublich lecker, oder? Schreib doch mal in die Kommentare, was dein Lieblingsbrot ist. Ich bin gespannt. Guck dir bitte dieses tolle Joghurtbrot an. Es sieht fantastisch aus und duftet himmlisch, sage ich dir. Und es sieht auch richtig schön knusprig aus. Ist noch ordentlich heiß, aber es ist richtig gut. Ich lasse es einen kurzen Moment jetzt in der Form abkühlen und dann stelle ich mir das auf ein Kuchengitter, damit unten keine Feuchtigkeit mehr irgendwie so zieht und das Ganze auch schön knusprig bleibt. Unser Brot ist abgekühlt. Ich habe mir hier schon ein bisschen Butter hingestellt, denn ich liebe frisch gebackenes Brot mit Butter. Kann auch gerne noch so ein bisschen Salz drauf oder Schnittlauchröllchen. Und ich schneide das Ganze jetzt natürlich auch einmal an. Hörst du, wie schön knusprig das ist? Schöne, geile Krume. Ich mag ja auch den Knuster mal so gerne, ne? Du auch? Den probiere ich jetzt erstmal. Und dann zeige ich dir gleich auch noch unsere anderen Brote fertig. Die schneide ich dir natürlich auch mal an, dass du das einmal von innen siehst. Aber das probiere ich jetzt erstmal. Ich liebe einfach frisch gebackenes Brot. Und jetzt zeige ich dir noch mal unser Bauernbrot. Das ist das hier. Hört sich auch schon richtig gut an. Das ist ja mit Natursauerteig. Und dann haben wir natürlich noch unser Körnerbrot. Und schön mal angebissenes Brot noch hier. Das lege ich mal kurz zur Seite. Hier sind ordentlich viele Sonnenblumenkerne auch drin. Das riecht auch gut. Sieht auch richtig gut aus, ne? Schön knusprig, hörst du es? Finde ich richtig gut. Schreib mir doch mal in die Kommentare, welche der drei Brotbackmischungen dein Favorit ist. Entweder unser Joghurtbrot, das Bauernbrot oder unser Körnerbrot. Ich bin gespannt. Aus jedem Paket bekommst du 2 Brotlaibe. Also ich finde es sensationell gut und ich bin gespannt, wie sie dir schmecken. Schreib es hinterher auf jeden Fall in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich nämlich immer sehr drüber. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich esse jetzt erstmal noch ein bisschen.